herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Teil 1. Also, diese blöde Kacke mit der Verstrahlung. Ich habe mal einen Geigerzähler gestartet, habe dann noch ein bisschen rumprobiert mit den 6 Red Away, die ich hatte. Das ging alles nicht, weil ich hatte über 4000 Strahlung gehabt. Und das konnte ich vergessen, die wieder wegzukriegen. Ich vermute, dass das alles passiert ist während der Anfangsstrahlung. Ich hatte ja Tabletten vorher genommen, bin ins Gebiet gegangen, hatte 88%, man muss mit 100% Strahlungsresistenz da sein, ansonsten klappt es nicht. Obwohl ich 2 Tabletten genommen habe, hat das nicht ausgereicht, vor dem Gebiet war ich ja. Und ich konnte jetzt alles komplett mal neu machen deswegen, hatte zweimal kurz Strahlung abbekommen und habe 2 Red Away genutzt. Es hat ziemlich gut und easy geklappt, habe also massig übrig, habe mir auch vorher richtig viel gekauft. Ich hätte sehr wahrscheinlich auch nicht da schlafen können, weil wenn man, glaube ich, einen kleinen Punkt Strahlung hat, 4 Punkte waren das, glaube ich, die ich pro Strahlung bekommen hatte, dann steigert sich das, je mehr Zeit man verbraucht und die nicht wegmacht. Da muss man direkt einen Red Away und das auch nutzen. Am besten erst das und dann das Red Away, damit die Strahlungsresistenz bei 100 ist. Sonst ist man direkt wieder verstrahlt. Die hier. Und ja, war eine ziemliche Tortur. Eigentlich habe ich alles genau gleich gemacht wie vorher, abgesehen davon, dass ich Wissenschaften nur auf 68 habe, dafür reparieren höher, damit ich nicht da wieder hänge und kriege den Apparat nicht ganz. Ansonsten habe ich alles gleich gespielt, die Necrolopolis alle getötet, weil ich konnte vom, ich glaube Let's Play 22 war das mit dem Massaker, was ich da in Edithum, also aka Los Angeles gemacht habe, konnte ich alles wieder neu spielen. Hat mich jetzt einen ganzen Abend gekostet und jetzt wollte ich wenigstens noch ein oder 2 Let's Plays machen. Also ihr seht, ich bin gerade davon weg. Zeitlich bin ich, glaube ich, sogar ein bisschen besser, ich weiß es nicht genau. Gehen wir mal Richtung Hub. Wir müssen ja eigentlich zur Brotherhood zurück. Aber ich habe ein paar Sachen, die ich verkaufen will. Und das machen wir vorher. Gott, bin ich froh, dass ich das hinter mir habe. Also ich konnte im Endeffekt erstmal alle Scheißwaffen wieder hier unten in Los Angeles verkaufen. Und dann hoch wieder zur Brotherhood, dann nach Necropolis, den Hub das machen. War eine Tortur, habe ich jetzt mehrere Stunden dran gehangen, wieder dahin zu spielen. Also ganz wichtig bei dem Spiel, viel und oft speichern. Im Forum haben sie geschrieben, ach kacke, ich habe die Waffe gar nicht drin. Dass es sogar im Handbuch drin stand, speichere oft und viel. War mir alles gar nicht mehr bewusst. Turboplasma-Gewehr, welches war denn meins? Ich glaube das. Einfach nur ein Plasma-Gewehr, ja, dann wird es dann wohl das gewesen sein. So, wer stresst denn hier rum? Und tschüss. Aber ich bin froh, dass es weitergeht. Aber 4000 irgendwas Radioaktivität. Hab dann diesen Geigerzähler ausprobiert, dann kann man immer sehen, wie viel man hat. Aber ich vermute mal, je mehr man drin war, hat sich das gesteigert. Ich habe innen drin ja Bücher benutzt, habe also immer wieder da geschlafen, habe versucht ja Red Away zu nehmen und dann Zeit zu verbringen, damit das weggeht, weil das ja auf Zeit geht mit dem Red Away. Aber damit habe ich es eigentlich nur verschlimmert, weil ich schon so viel Schaden genommen habe. Also war eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Selbst wenn ich 100 Red Away hätte, hätte das nicht geklappt mehr. Ärgerlich, aber so war es nun mal. So, dann gucken wir mal. Ich kann eigentlich sowieso nichts mehr mitnehmen, glaube ich. Aber ein bisschen Geld kann nie schaden. Halt. Ich könnte natürlich jetzt die Bücher benutzen, ne? Wir sind ja sowieso raus. Das könnte ich eigentlich machen, ne? Hier, wir haben so ein Buch da drin gefunden. Nutzen wir dann doch direkt mal. Und wir haben noch eins, glaube ich. Genau. Noch so eine Wissenschaft zum Reparieren, so ein Buch. Das gibt uns ja schon wieder mal ein bisschen Platz. Er weiß nicht, wie lange ich die behalten muss. Die werde ich wohl gleich verkaufen. Es sei denn, die brauchen die da oben bei der Brotherhood.
Ja, obwohl ich das jetzt alles neu gespielt habe, ist mir auch aufgefallen, ohne meine Frames-Aufnahme tänzel ich die ganze Zeit irgendwie bei 600, 700 Frames rum oder so und da ist dann total flüssig, auch das Scrollen und alles. Aber hier funktioniert das nicht. Das noch ein Gewehr. Na gut, will er nicht mehr mitnehmen. Hat also irgendwie damit zu tun. Obwohl es eigentlich an der Rechenleistung so also nicht liegen sollte, ne? 8 Kerne, SSD, Pipapo und alles. Sehr strange. Separate Festplatten. Okay, auf den will er nicht schießen. Moment. Können wir Kraft beenden? Ne, es sind Feinde. Achso, ich habe keine Muni drin. Ha. Ja, das ist natürlich ein Problem. Gott, ich bin zu viel gegangen. Ich bin doof. Bäm! Dann macht er ihn hier von alleine. Holt euch den Idioten! Aha, wer ist nun der Idiot? Tja, Katja trifft nicht gut. Also wie gesagt, sie ist ja lieber Werferin, hat sie gesagt. Sie hat ja jetzt massig Handgranaten. Ach, mit den Messern kann sie doch nichts ausrichten. Oder habe ich da irgendwie eine Information verpasst, dass das total geil ist? Ich glaube, ich muss gar keine gezielten Schüsse machen, oder? Sehr gut. Und wieder ein paar umgenockt. Und wieder ein bisschen Geld. Ich brauche den Krams jetzt nicht. Und tschüss. Wir wollen hier weiter. Gut. Ah, da. Und dann werde ich mal die ganzen Sachen verkaufen im Hub. Oder eher gesagt gegen Bücher tauschen. Ja, schon wieder ein Zufall. Und noch ein paar Raiders. Okay. Ihr habt es so gewollt. Selbst schuld. Bam. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich den Ian umbringe. Aber ich glaube, das ist eher. Tötet diesen Idioten, sagte der tote Mann. Und tschüss. Kampfrunde zu Ende. Ah, die geben auch gar keine Erfahrungspunkte mehr, die sind einfach nur lästig. Die 200er können wir nichts mit anfangen. Die wollen nicht, dass wir nach Hub kommen. Oh, ihr begegnet eine Patrouille Wachmänner. Hallihallo. Wir wollen euch gar nichts tun. Hast du das gehört? Den Untergrund gibt's nicht mehr. Ja, den hab ich auch ausgeschaltet. Sag bloß. So, wir wollen nach Downtown. Genau. Wir haben eine dicke grüne Rüstung bekommen. Die wir doch hier direkt mal gegen ein paar Wissenschaftsbücher eintauschen, oder? Wir haben auch so viel anderen Kram hier. Zeig mal, was das alles wert ist. 600, so viel war das gar nicht. Na, ganz schön viel gewogen. Hätte ich vielleicht besser Waffen genommen. Energiezellen. Weiß nicht, ob ich die nochmal brauche. Vielleicht gibt es später so ein Plasma-Minigun, glaube ich, noch, ne? Raketenwerfer. Alles weg. 10.000, das Teil behalten wir. Laserpistol. Plasmateil. Oh, so viel ist es gar nicht, ne? Oh, aber doch. 20.000 könnte ich mir 5 von den Büchern holen. Komm, verkauf die Energiezellen. Dann habe ich keine Waffe dafür.
gerade, das brauche ich so viel Red Away. So, und dafür dürfte ich doch eigentlich 5 Wissenschaftsbücher kriegen für 20.000. Halt. Okay, dann kriegst du noch 90 Geld. Ja, da habe ich jetzt auch rausgefunden beim Freispielen. Ich kann einfach Zahlen eingeben hier. Kann also einfach hier rüber gehen, kann sagen 888, bam. Nichts mit Dings. Kann das sein, dass ich das schon rausgefunden hatte, aber vergessen hatte, weil ich jetzt so eine Pause gemacht habe? Total dämlich. Keine Ahnung. Kann ich euch jetzt nicht sagen. So, wir haben massig Bücher. Müssen natürlich auch bedenken, dass das jedes Mal Zeit kostet. Aber wir haben noch 75 Tage, ist also die Hälfte der Spielzeit rum. Ich hoffe, dass das alles so ausreicht. Ich weiß nicht, ob wir die Karten nochmal brauchen. Sonst können wir das hier alles nämlich auch verkaufen. So, erstmal ein paar Tage lang lesen. Diese Fachlexika brauchen ja immer was länger. Werden wohl 2-3 Tage draufgehen. 2 ist ja wahrscheinlich. So, soweit, so gut. Wie viel haben wir hochgekriegt? Wissenschaft 81. Das ist doch nice, oder? Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Und wir haben 74 Tage noch. Dann sollten wir uns mal aufmachen, weiter Richtung Hub. Richtung Brotherhood. Können wir auch ruhig nachts machen. Ich glaube, ich muss die Karawanen auch hier begleiten, um herauszufinden, wie die Überfälle sind. Da hatte ich auch noch irgendeine Quest. Aber machen wir das erstmal mit der Brotherhood. Okay, einmal bitte zur Brotherhood. Of Steel. Dann fehlt nur noch Children. Und dann haben wir alle, wenn wir Brotherhood und Children haben. Und hier, was auch immer da kommt. Das entgegen sie wahrscheinlich. Sehr gut. Angekommen ohne Zwischenfall. Das freut mich schon mal. Ist halt nur doof, dass die immer so weit weg ist. Hey, du wieder. Hast du was mitgebracht? Aber klar doch. Super. Aber, der High Elder meinte, du musst es mir geben, bevor du eintreten darfst. Okay. Großartig. Warte, ich mach die Tür auf. Mhm. 2000 Erfahrungspunkte. Ich will so eine dicke Rüstung von euch. Her damit. Hier mit eurem Miniguns. Ebene 0 sind wir sehr wahrscheinlich, oder? Oh ja, so ist es. Also Ebene 1. Aber wir haben auf der Karte schon gesehen, es gibt 4 Ebenen. Muss ich hier drin? Einige Mitglieder der Brotherhood könnten beleidigt sein, wenn ein Fremder, ich meine ein richtiger Neuling, mit einer Waffe auf sie zugeht. Oh. Kein Problem. Zufrieden? Wache? Paladin? Monitor? Sieht ja schon mal recht interessant hier alles aus. Ziemlich modern. Der da hinten ist bestimmt wichtig. Ehrwürdiger Scribe. Okay, wir sollten Speicherstände anlegen, ne? Das Problem kennen wir. Keine Speicherstände im Spiel. Ganz schlecht bei mir. Nie Lust zu speichern. Wir sind bei Let's Play 31. Hallo Jungs.
Was willst du hier? Hey Mann, ich höre zu euch. Eine Computerkonsole. Können wir mal nichts machen. Schade. Wache. Wache. Darf ich einfach hier bei euch Sachen rausnehmen oder kriegt ihr dann Ausraster? Ihr habt sowieso nichts da drin. Okay. Das ist natürlich was anderes. Also das Spiel hat auf jeden Fall Wiederspielwert, wenn man mal anders daddeln will, mit anderen Waffenarten, zum Beispiel schweren Waffen sich hochleveln, um dann mit einer Minimaus-Gun oder einer Panzerfaust rumzuballern. Oh, Rombus, der ist bestimmt wichtig. Oder man... Können wir einfach schon hier hinten plündern? Raus hier! Das wird ihm nicht gefallen, oder? Kleines Gerät, was bist du? Siehst aus wie ein Wasserchip. Ein systolischen Motivator. Dieses ungewöhnliche Gerät ist sehr klein. Ist mir egal, was das ist. Ich will's haben. Kann ich noch plündern? Nein. Nun gut, ich bin ganz Ohr, du Neuling. Ich wusste nicht, das ist dein Zimmer. Du lügst, Neuling. Das machen wir mit Dieben. Okay, du knallst mich jetzt ab, oder wie? Ha! Nee, du schmeißt mich aus. Du hast dich erschreckt und dein Diebesgut fallen lassen. Ach Gott, was, echt? Der Arsch. Gut, dass wir gespeichert haben. Genau das meine ich. Zum Beispiel, wenn man Redegewandtheit total hoch, Charisma hoch hat, dann könnte man das Spiel bestimmt auch ganz anders angehen. Hallo, wo geht's denn hier hin? Vreh ist tagsüber in die Bibliothek, falls du mal technologische Fragen hast. Können wir einfach hier durch. Okay, hier geht es schon irgendwie weiter. Ah, okay, das sind die anderen Etagen. Wir bleiben aber erstmal hier. Was sind das hier für Terminals? Nichts machen. Gott, wenn man hier mal alle drin umbringt, aber ich glaube, das ist so gedacht, dass man die hier nicht besiegen kann, weil die zu stark sind. Aber wer weiß. Brotherhood. Brotherhood. Wieder eine Computerkonsole. Können wir hier was lernen? Nichts dazugelernt. Michael. Hallo Bruder, wie kann ich dir helfen? Bitte entschuldige, dass ich frage, aber was tust du für unsere Bruderhaut? Bruderschaft. Oh, nichts. Ist so ruhmreich wie unsere Paladin. Ich betreibe den Versorgungsraum, überprüfe die Geräte und gebe Vorräte aus. Ich möchte was überprüfen. Wie mache ich das? Du brauchst eine richtige Genehmigung. Nur ein paar wenige Leute können einem die Genehmigung erteilen, die man braucht, um Dinge aus dem Versorgungsraum zu überprüfen. Wem muss ich denn da quatschen? Also da gibt es schon ein paar Leute, aber ich würde dir raten, mit Talos zu reden. Du kannst auch mal zu Mattia gehen. Die könnte dir eventuell auch helfen. Wo finde ich denn Mattia? Mattia ist Maxons Assistentin. Offiziell ist sie die Assistentin des High Elder, aber sie arbeitet auch mit den anderen Elder zusammen. Normalerweise findest du sie in den Räumen der Elder im vierten Stock. Okay, wo gibt's Talos? Er ist im Trainingsraum, links von dir. Von mir. Danke, ich spreche später mit dir. Okay. Talos, da ist er. Hallo, Talos. Hallo, du bist bestimmt der Neuling von draußen. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Was kann ich für dich tun? Wie bekomme ich bessere Waffen und Ausrüstung? Wir haben es aber eilig. Als Neuling hast du auf ein paar Dinge Anspruch. Ich stelle dir eine Zulassung für eine Kampfrüstung und 3 Runden Munition aus. Ich will keine Kampfrüstung, ich habe eine Kampfrüstung. Kugeln kannst du dir selbst aussuchen. Die Vorräte erhältst du von Michael im Zimmer nebenan. Danke, wie sieht's mit ein paar Hightech-Waffen aus? Ich weiß nicht. Du hast dich zwar als Neuling bewährt, aber wir wollen nicht gleich Waffen an jemanden aushändigen, der vielleicht nicht qualifiziert ist, vor allem, wenn er einer von draußen ist. Du verstehst schon. Könnte wir etwas mehr Feuerkraft brauchen. Was soll ich jetzt tun? Den höchsten Berg hinaufklettern? Ja, ich brauche ein bisschen mehr Feuerkraft.
Du hast ein ziemlich gutes Ansehen erlangt. Die Leute, mit denen ich geredet habe, halten sehr viel von dir. Ich glaube, du brauchst keine Hilfe. Du kannst dir durchaus selber helfen. Wenn du mir jedoch bei einem kleinen Problem hilfst, kann ich dir vielleicht eine kleine Belohnung zukommen lassen. Sicher, was ist das Problem? Ich habe einen unserer Neulinge vor kurzem zum Hub geschickt. Ah, da waren wir doch gerade. Und wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Wenn du herausfinden könntest, was mit ihm geschehen ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde dem mal nachgehen. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und wenn ich sehe, dass du genügend Erfahrungspunkte gesammelt hast, kann ich dir vielleicht etwas Besonderes von unserem Orden geben. Können wir noch mal quatschen? Wir sind die wichtigsten Leute. Also wir sind alle wichtig, aber ich weiß, wen du meinst. Da ist Rhombus. Er ist unser oberster Paladin, auch bekannt als der Master Knight. Und dann ist da Vray. Sie ist der Master Scribe. Und dann ist da natürlich unser ehrwürdiger High-Elder Maxon. Sag mir was über Rhombus. Rhombus ist bester Freund, Lehrer und Vaterfigur in einem. Er ist ein bisschen schroff, aber das ist in seiner Position wohl erforderlich. Falls du mit ihm sprechen willst, findest du ihn normalerweise in seinem Büro. Ich meine seinem Zimmer. Das befindet sich auf der anderen Seite von diesem Level, gegenüber vom Wachraum. Da waren wir, der hat uns rausgeschmissen. Sag mir etwas über Vray. Ich kenne keinen so intelligenten Menschen wie Vray. Ich glaube, sie wurde mit einem Verständnis für Physik und Chemie schon geboren. Sie verbringt ihre ganze Zeit damit, alles, was sie in die Hände bekommt, zu erforschen oder zu analysieren oder neu zu analysieren. Falls du mit ihr sprechen willst, findest du sie für gewöhnlich in ihrem Zimmer im dritten Stock. Sag mir was über The Elder One, Master Maxon. Maxon ist ein harter alter Mann. Er ist der Ur-Ur-Großenkel oder war es Ur-Ur-Urgroßenkel? Egal. Auf jeden Fall ist er ein Nachkomme von einem der Gründerväter. Er ist der High Elder. Das wäre alles. Moment. Handelt's nicht. Okay. Und tschüss. Das sind alles Studenten. Thomas, ey, wir können hier kämpfen. Ich kann da nicht hin. Warum? Ah, die Tür ist zu. Red doch mal hier mit den Neulingen. Können wir hier mal anwerben? Hallo Thomas. Unwichtig. Gedacht, der könnte mir vielleicht sogar aus Fernkampf. Fernkampf sage ich schon, weil ich das da gerade sehe. Fernöstliche Kampftechniken beibringen. Nur Scribes und Paladins dürfen diesen Raum betreten. So. Stillgestanden, Neuling. Piss off. Okay, da sind wichtige Personen. Da kommen wir jetzt erstmal nicht rein, wie es aussieht. Ach doch, wir haben ja schon etwas bekommen hier. Gehen wir mal rüber. Der hat uns irgendwas gegeben für den Michael, damit wir uns eine Rüstung und Munition abholen dürfen. Die wollen wir schon mal haben. Hallo nochmal, wie geht es dir heute? Wie kann ich dir helfen? Ich brauche was. Okay, lass mich mal schauen. Ah ja, du hast eine Genehmigung, was zu überprüfen. Angriff ist die beste Verteidigung. Oder war es andersrum? Naja, egal. Hier hast du deine Rüstung. Passe gut auf sie auf. Du bekommst sie nur einmal. Brauchst du sonst noch etwas? Ich brauche noch was anderes. Oh, noch was? Tut mir leid, das ist mir entgangen. Warte mal kurz. Ah ja, du hast eine Genehmigung, was zu überprüfen. Okay, du willst noch bestimmt Munition oder welche Art brauchst du genau? 5 mm Rüstung durchbohrend. Nehmen die 223 Vollmantelgeschosse. Die benutzen zwei meiner Leute. Okay. Da habe ich was da. Du kannst wirklich nie genug Munition haben, stimmt's? Gut, hier hast du sie. Sonst noch was? Ja, ich brauche noch was. Ich habe noch eine Genehmigung. Haha. Gibt noch mehr Muni. Wie oft kann ich das machen?
Oh, das war's dann wohl. Gehen wir mal ins Inventory. Also, er hat mir eine Rüstung gegeben. Eine Boss-Rüstung. Jetzt müssen wir mal gucken. Kampfrüstung. Die wiegt 5 mehr. Frage ist, also die ist ja schon besser, ne? Sehr wahrscheinlich. Rüstung 35 und die hat auch 35. Muss mal gucken. 5, 8, 4, 4, 6. Ah! Wesentlich besser. Auch die rechten Werte. Okay, die werden wir verkaufen. Holen wir uns Bücher für. Einverstanden. Da haben wir doch schon wieder was Cooles bekommen. Und hier, bleib mal stehen. Ich habe jetzt ein bisschen Muni für dich. Schuss, was sagst du dazu? Thank you! Ah, hat das gemacht? Ich habe nicht auf Bieten gedrückt. Nee, ne? Sehr wahrscheinlich nicht, weil ich Escape gedrückt habe. Nochmal. Okay, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle für einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.